Heute geht es bei uns um das Thema Wasserstoff. Und wir begrüßen bei uns im Studio unseren Experten, Professor Dr. Ralf Wörner, dem wir 5 Fragen zu Wasserstoff stellen dürfen. Wird Wasserstoff der Energieträger der Zukunft? Wasserstoff ist einer der vielen Energieträger, die wir in unserer näheren Zukunft zwingend benötigen. Sein Vorteil besteht in der hohen Energiedichte, der guten Transportierbarkeit und den mittelfristig geringen Kosten, die im Wettbewerb zu fossilen Energieträgern standhalten können. Er ist emissionsfrei. Wie kommen wir an grünen Wasserstoff? Grüner Wasserstoff kann auf viele Arten produziert werden. Im Vordergrund heute steht der Weg über die Elektrolyse, Wasserspaltung durch elektrischen Strom und der elektrische Strom wiederum regenerativ gewonnen. Was halten Sie von der Strategie der EU und Bundesregierung zur Wasserstofftechnologie? Grundsätzlich ist die Strategie der Bundesrepublik Deutschland und Europas von zentraler Bedeutung, um Orientierung zu gewinnen und einen Umsetzungsleitfaden für die unterschiedlichen Branchen mit auf den Weg zu geben. Ohne diese gesetzlichen Rahmenbedingungen könnten wir nicht so zielgerichtet in neue Energieträger denken. Elektroautos sind inzwischen ein Massenphänomen. Meinen Sie, das Gleiche ist auch mit Wasserstoff möglich? Wasserstoff hat einen entscheidenden Vorteil. Die hohe Energiedichte erlaubt, Langstrecken für automobile Einsatzzwecke sicher umzusetzen. Die günstigen Transportmöglichkeiten erlauben es, über weite Strecken hinweg zu transportieren. Die Zwischenspeicherbarkeit erlaubt uns, über saisonale Strecken hinweg Energie sicher zwischenzuspeichern. Wo steckt das Potenzial von Wasserstoff? Die batterieelektrischen Antriebe, die heute in den Markt kommen, sind nur der erste Schritt einer sehr breit gefächerten Lösung. Wasserstoff kann und wird eine zweite wichtige Rolle einnehmen, insbesondere im Nutzfahrzeugbereich oder Schwerlasttransportbereichen. Vielen Dank, Herr Wörner. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.